Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich möchte heute ganz kurz ein bisschen Werbung machen für eines unserer Nanodegrees-Kommunikation. Nanodegrees bezeichnen wir kleine, kurze Lehrformate, klingt einfach moderner. Wir reden heute, und das ist ja schon ein Einstieg in Kommunikation, über einen Lehrgang, den ich für einen recht spannenden halte, weil er eine gewisse Übersicht zum Thema Kommunikation erlaubt. Es ist nicht mehr als eine Einführung, aber ich glaube, dass wir uns hier doch mit einigen Gedanken vertraut machen. Ich möchte Ihnen das anhand eines Beispiels erläutern. Ich glaube, wenn wir über Kommunikation nachdenken, dann wissen wir, dass es auf der einen Seite einen Sender gibt und auf der anderen Seite einen Empfänger und dass irgendeine Nachricht übermittelt wird, eine Botschaft. Wir haben im Lehrgang auch ein bisschen den Watzlawick, der sagt, man kann nicht kommunizieren, dass man natürlich jetzt nicht nur mit Sprache und Mimik und Gestik kommunizieren kann. Das können Sie hier dann auch im Lehrgang ein bisschen nachvollziehen. Ich möchte Ihnen heute ein Beispiel nennen, wie kompliziert Kommunikation sein kann, anhand des schon relativ alten, aber bewährten Modells, das wir Friedemann Schulz von Thun verdanken, einem 1944 geborenen deutschen Psychologen und Kommunikationswissenschaftler, der uns vier Seiten der Kommunikation gelehrt hat. Er hat auch ein eigenes Institut gegründet, das er in Hamburg noch betreibt. Also Friedemann Schulz von Thun sagt, wir haben auf der einen Seite einen Sender, auf der anderen Seite einen Empfänger und wir vermitteln eine Nachricht. So weit, so klar. Er sagt aber, diese Nachricht hat vier Seiten und die möchte ich jetzt anhand eines Beispiels, eines kurzen Beispiels mit Ihnen durchdenken. Sie sitzen mit Ihrer Frau im Auto. Ihre Frau fährt das Auto. Sie sagen zu ihr, Liebling, die Ampel vorne steht auf grün. So weit, so gut. Das ist der Sachinhalt. Die erste Seite der Kommunikation. Die Ampel ist grün, zeigt grün an. Das ist an und für sich eine interessante Information und noch nichts Schlimmes. Allerdings, wenn Sie sich überlegen, in welchem Zusammenhang diese Information gegeben wurde, diese reine Sachinformation, dass die Ampel vorne auf grün gestellt ist, dann könnten wir uns einmal das anschauen, was Friedemann Schulz von Thun die Selbstoffenbarung bezeichnet. Was sagt diese Sachinformation über uns selbst aus? Das sagt einmal über uns aus, dass wir A, wach sind. Wir verfolgen das Fahren des Autos der geschätzten Gattin. B, dass wir der deutschen Sprache mächtig sind, weil wir sagen, die Ampel ist ja auf grün. Es sagt uns auch vielleicht, dass wir in der Lage sind, Farben zu unterscheiden. Also Sie sehen, jede Information ist, ob wir das wollen oder nicht, auch eine sogenannte Selbstoffenbarung. Und das ist sozusagen auch das Ich in einer Beziehung, wie das Friedemann Schulz von Thun bezeichnet. Also eine Selbstoffenbarung über uns selbst. Die Sachinformation, das grün ist, und die Selbstoffenbarung von uns sind aber erst zwei Seiten seiner vier Seiten einer Botschaft. Die dritte Seite ist die Beziehungsebene. Die Frau wird vielleicht ungehalten reagieren, weil sie sagt, solange ich das Auto fahre und das Lenkrad halte, hältst du den Mund, weil wer bist du, dass du mir einen Ratschlag gibst? Was willst du eigentlich? Bist du mit meiner Fahrweise nicht einverstanden? Traust du mir nicht zu, dass ich in der Lage bin, vorne die Ampel selbst zu sehen und entsprechend darauf zu reagieren? Also welches Verhältnis hast du mir gegenüber? Das verrät also sehr viel über die Beziehungsebene, über das Du und das Wir. Wie stehen wir zueinander? Wer ist berechtigt, dem anderen Ratschläge zu erteilen? Ist es nicht wirklich so, wenn der Mann sagt, vorne ist grün, dass er vielleicht mit der Fahrweise der Frau nicht einverstanden ist und somit eine auch Beziehungsrelevanz herstellt? Friedemann Schulz von Thun hat noch eine vierte Ebene, wo er sagt, es geht auch um den Appell. Was möchte ich mit dieser Botschaft denn ausrichten? Möchte ich meiner Frau jetzt sagen, bitte fahr schneller, damit wir die Grünphase noch nützen können? Oder wenn du dich immer an die Geschwindigkeitsbeschränkungen hältst, werden wir nie ans Ziel kommen. Also er hat vielleicht irgendein Interesse damit verbunden, wenn er die an sich harmlose Bemerkung vorne, die Ampel ist auf grün gestellt, von sich gibt. Meine sehr geehrten Damen und Herren, Sie sehen anhand dieses kurzen Beispiels, wie interessant Kommunikation sein kann. Und das werden wir auch in diesem Nanodegree ein bisschen aufbereiten. Also in diesem ganz kurzen Lehrgang werden Sie vertraut gemacht mit der Frage, ist die Sprache ein Werkzeug oder ist die Sprache eine Konstruktion? Wir haben auch einen kleinen Teil drinnen, Umgang mit Killerphrasen. Wie können Sie sich in einer Diskussion
gegen Killerphrasen verteidigen. Welche Todsünden kann man in einer Kommunikation begehen? Wir haben leider nicht 7 Todsünden, wie das klassisch ist, sondern sogar 11 Todsünden hier aufgezählt. Und ganz am Schluss geben wir noch einige Tipps, wie wir miteinander im Internet kommunizieren sollen. Also ich hoffe, dass Ihr Interesse an diesem Kurzlehrgang geweckt ist und dass Sie ihn auf unserem Campus besuchen oder dass Sie sich an jenastudies.com im Internet schlau machen. Und wenn Sie Fragen haben, schicken Sie uns auch einfach ein Mail an jenastudies.com. Dankeschön.